Schönen guten Abend. Ich heiße an jeden herzlich willkommen, der bei dieser Gebetsstunde wieder dabei sein kann. Und wir erwünschen und erbeten uns auch Gottes Gegenwart durch die Gebetsgemeinschaft und auch durch sein Wort. Lade ein zu den Gottesdiensten, die wir geplant haben. Wir haben morgen, wo der sogenannte Christi Himmelfahrtstag ist, haben wir keine Gottesdienste, werden uns aber auf diesem Ereignis am kommenden Sonntag beziehen. So lade ich herzlich dazu ein. Am Freitag haben wir um 7.30 Uhr unsere Zoom-Jugendstunde, kommenden Sonntag um 10 Uhr unser Morgengottesdienst und laden herzlich dazu ein. Zum Fortgang wollen wir jetzt ein Lied zusammen singen. Bei der Arbeit auf der Reise liegt mir Jesus in den Sinn. Seine Stimme hör ich leise, sagen, dass sein Kind ich bin. Kann es etwas Schönes geben, hier auf dieser eitlen Erd, als für uns ein Heiland leben, der uns Fried und Freud beschert. Als für uns ein Heiland leben, der uns Fried und Freud beschert. Er wird niemals mich verlassen, er ist stets mein sicherer Ort. Ihm will ich mich überlassen und vertrauen seinem Wort. Kann es etwas Schönes geben, hier auf dieser eitlen Erd, als für unseren Heiland leben, der uns Fried und Freud beschert. Als für uns ein Heiland leben, der uns Fried und Freud beschert. Nicht soll mich von Jesus scheiden, hier im Leben und im Tod. Er allein kann sicher leiten, wer ihn folgt, hat keinen Gut. Kann es etwas Schönes geben, hier auf dieser eitlen Erd, als für unseren Heiland leben, der uns Fried und Freud beschert. Als für unseren Heiland leben, der uns Fried und Freud beschert. Lasst uns jetzt vor Gottes Gnadenstuhl, Gnadenthron treten und bitten, dass er uns auch heute Abend segnet. Unser Vater im Himmel, hab von Herzen Dank, dass du so gnädig bist. Wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du unser guter Hirte bist, unser Heiland, Retter und Führer. Danken dir, dass du auch so gnädig bist, geduldig bist und uns auch einladest, dir zu folgen, dass wir einmal in der Herrlichkeit bei dir sein können. Welch eine Einladung! Und Herr, in diesem Leben, wo so viele Ablenkungen und Versuchungen und Anfechtungen sind, schenk du uns Gnade zu dir aufzuschauen, auf die Belohnung zu schauen, dass wir dir hier in diesem Leben folgen, gehorchen, ehren und dann auch einmal in der Herrlichkeit bei dir sein können. Das ist unser Wunsch. Segne auch diese Gebetsstunde zusammen. Segne alle, wo immer sie sich auch heute Abend befinden, in den verschiedenen Heimen, wollest du deinen Geist dort auch spürbar zugegen werden lassen. Hab Dank, dass du nicht an einem Ort gebunden bist, dass du überall sein kannst. Und darauf verlassen wir uns, weil du versprochen hast, wo zwei oder drei
versammelt sind. Da bist du unter ihnen. Segne uns, ist unser Wunsch und Gebet. Amen. Amen. Wir haben uns in einigen Mittwochen haben wir uns mit Psalm 23 beschäftigt. Zwar der Gedanke, das Leben unter dem Hirten oder das Leben in der Leitung des Hirten. Wir haben letztes Mal, als wir dieses Thema behandelt haben, haben wir gesehen, dass der gute Hirte das Schaf wieder auf die Beine stellt, restauriert, erquickt, restores. Wir haben auch gesehen, was dazu führt, dass die Seele dieses braucht, die Bequemlichkeit, überlastet sein mit den Dingen dieser Welt, Sorgen, Ängsten, Reichtum und so weiter. Der gute Hirte will wieder auf die Beine stellen. Der Weg, den der Hirte, ein Schaf, den der Hirte uns führt, ist der beste Weg, den wir uns erwählen können. Und das werden wir heute auch sehen, indem dass wir fortfahren. Nicht nur werden wir sehen, dass es der beste Weg ist, aber nächstes Mal werden wir auch sehen, warum er uns auf diesen Weg führt, der beste Weg für uns ist. So, Psalm 23, Vers 3. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Die Elberfelder hat den mittleren Teil des Verses wie folgt übersetzt. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Das ist auch ähnlich, wie die englische es übersetzt. Paths of Righteousness. So, er führt mich auf rechtem Pfade, er führt mich auf dem Weg der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit könnten wir wie folgt definieren. Es ist eine Reinheit des Herzens und Rechtschaffenheit des Lebens. Übereinstimmung von Herz und Leben mit dem göttlichen Gesetz. Es schließt alles ein, was wir Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Tugend nennen, mit heiligen Zuneigungen. Kurz gesagt, es ist die wahre Nachfolge Jesu. Gerechtigkeit. Diese Definition gefällt mir. Er führt mich auf dem rechten Weg, nämlich auf dem Weg der Gerechtigkeit. Schafe brauchen eine behutsame Leitung, um zu gedeihen. Das sehen wir. Ehe wir zur Anwendung auf uns gehen, vielleicht wieder kurz einige Einblicke auf die natürliche Welt. Wiederum, wenn hier jemand Schafe hat, der wird vielleicht denken, oh, das ist aber total anders, als was meine Erfahrung ist mit meinen Schafen. Und das stimmt. Der Umgang zwischen Hirte und Schafe oder Bauer und Schafe hier ist ganz anders als im Nahen Osten, weil dort der Schafe mit den Hirten beständig zusammen ist und sie umherziehen, wie ich schon vorher erklärt habe. Aber der Philip Keller schreibt, ein weit verbreitetes, aber schwerwiegendes Missverständnis über Schafe ist, dass sie einfach überall auskommen können. Die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Keine andere Tierklasse erfordert einen sorgfältigeren Umgang, eine deutlichere Richtung als Schafe. So, sie brauchen eine besondere Obhut, wenn sie gedeihen wollen. Besonders, wenn sie dort auf der weiten Steppe und so weiter sind. Ist das nicht genau wie die Menschen sind? Wir brauchen einen Führer, einen Leiter, auf sich selbst gelassen, überlassen, dann geht es ins Verderben. Er schreibt weiter, Schafe sind allbekannte Gewohnheitstiere.
Wenn sie sich selbst überlassen werden, werden sie dem gleichen Faden folgen, bis sie zu Ruten werden, bis sie zu Ruten werden. Sie grasen die gleichen Hügel, bis sie sich in Wüstenabfälle verwandeln, austrocknen. Ihren eigenen Boden zu verschmutzen, bis er mit Krankheit und Parasiten korruptiert ist, ist die Folge, wenn die Schafe sich selbst überlassen sind. Wenn Schafe nicht geführt und geleitet werden, kann in eine kurze Zeit eine ganze Herde so krank werden, dass das Endergebnis ist, dass sowohl das Land und der Besitzer ruiniert wird, während die Schafe dünn werden, sie verschwinden und krank sind. Sie brauchen eine Leitung, Fürsorge, Obhut, dass sie nicht einfach auf derselben Stelle grasen, bis das Gras bis in Wurzeln abgefressen ist, sie zertreten es mit den Füßen, dass es nicht mehr wachsen kann und das Land wird völlig zerstört, ohne einen Führer. Sag mal, ist das nicht eine erstaunliche Parallele zu einem Menschen, der jegliche geistliche oder gute Leitung ablehnt, der sich selbst einfach folgen will? Es ist eine Tatsache, dass das Leben zerfällt, wo kein guter Hirte den Menschen leitet. Wenn Gott nicht da ist, um unseren Weg zu lenken, der Heilige Geist nicht unsere Entscheidungen beeinflussen oder leitet, wenn wir die natürliche Begehren des Herzens und des Egoismus folgen, dann wird das Endresultat Schaden und Vernichtung sein. Das führt zu wirklich schweren Katastrophen. Nicht alle, nicht überall, aber man sieht das immer wieder. Zerbrochene Heime, zerbrochene Herzen, ruinierte Leben. Man sieht keinen Zweck mehr im Leben. Alles, was sie das Streben und Treiben, es ist so bedeutungslos am Ende. Immer wieder wird Erfüllung oder Zufriedenheit angeboten und doch am Ende hat man keinen Frieden, nicht befriedigt worden. Man versucht sich von Abfällen zu nähren. Und die Seele wird ruiniert, krank. Die Gier und der Egoismus der Menschheit hinterlassen eine Ruine für die Seele, die das Leben verderbt. Las da vor Jahren von einem sehr traurigen Fall, der sich in Deutschland zugetragen haben soll. Auf einem Parkplatz in Deutschland wurde ein 25-jähriges Mädchen am Lenkrad ihres Fahrzeuges hängend gefunden, mit der Heroinnadel noch am Arm. Und auf dem Abschluss oder auf dem Mitfahrersitz war ihr Abschiedsbrief, den sie geschrieben hatte. Und es war nämlich Psalm 23, aber auf einer schockierenden Weise wieder dargegeben. Eine Weise, die ihr Leben unter dieser Drogensucht dargestellt hatte. Sie hatte geschrieben: König Heroin ist mein Hirte. Ich werde immer Mangel an allem haben. Er lässt mich in die Rinne legen und führt mich zu den verschmutzten Gewässern. Er zerstört meine Seele. Er führt mich auf den Weg der Gottlosen. Sicherlich wird mir die Heroinsucht alle Tage meines Lebens folgen und ich werde im Haus der Verdammten bleiben. Für immer. Traurig. Anscheinend hat dieses junge Mädchen, diese Frau, die Bibel gekannt, sonst hätte sie diese
Aussage dieses Schreiben nicht gemacht. Aber ein Leben, das verdorben ist, wo man den Hirten nicht folgt, das sieht man wiederholt. Sicher, wir können auch sagen, ja, es gibt auch viele Menschen, die Gott nicht folgen, die haben ihr Leben so offensichtlich nicht ruiniert. Sie haben ein ganz ordentliches Familienleben, eine ordentliche Ehe, anständig, sind vorbildlich in vielen Dingen, das stimmt. Aber wenn das Leben zu Ende kommt, dann wird die Seele im Haus der Verdammten bleiben, für immer. Nicht im Haus des Herrn, bei dem Herrn. Der Mensch braucht die Leitung des guten Hirten in seinem Leben, um zu genesen. Die Entscheidung, wem wir folgen, die treffen wir. Die Entscheidung, eigensinnig, rebellisch, ohne den Hirten zu leben, die können wir treffen. Und meine Frage ist auch, warum würden so viele Menschen die Entscheidung treffen, den Hirten nicht zu folgen? Auch wenn sie davon wissen, wenn sie den Weg kennen, wenn sie die Einladung hören, was ist der Beweggrund, warum so viele Menschen diese Einladung ablehnen? Du schon mal Gedanken darüber gemacht? Wenn man wirklich es von der Perspektive der Ewigkeit anschaut, wirklich auch von dieser Perspektive dieses Lebens auf die Dauer schaut, dann muss man doch sagen, es ist wirklich doch das beste Leben, dem Hirten zu folgen. Aber warum folgen so viele diesen Ruf nicht? Menschen machen den Ausdruck, ich lasse mir von niemandem etwas sagen. Tu, was ich will. Stimmt nicht. Solch eine Person lässt sich vom Satan was sagen. Es geht mir mal tief zu Herzen, dass die Religion Satans nicht der Atheismus ist, sondern gerade diese Einstellung, ich weiß, es einen Gott gibt, aber ich werde mir nicht von ihm sagen lassen, was ich tun soll. Das ist Satan. Satan ist nicht so dumm, dass er nicht an Gott glaubt. Er zittert vor ihm, aber er sagt, ich werde dich nicht dienen. Rebellierte gegen Gott, und das ist die Religion des Satans. Wissen, ja, es gibt einen Gott, aber ich will tun, was ich will. Das führt zur Ruinierung der Seele. Und wie der Satan es fertig bringt, Menschen ihm zu folgen ins Verderben, ist nur durch Lug und Trug und allerlei Werbung, die er den Menschen vorhält, die aber solch einen bitteren Nachgeschmack haben. Aber er ladet ein und Menschen, weil das dem Fleisch wohlgefällig ist und leichter ist, folgen sie den Weg ohne dem Hirten. Wir brauchen aber den Hirten, wenn unser Leben gedeihen soll. Ohne ihn sind wir verloren. Der Hirte, er ruft sie, er will sie in seine Nachfolge haben. Für mich ist das so ein rührendes Bild, so einen tiefen und schönen Einblick in das Herz des Hirten. In Matthäus 9, Vers 36, da steigt Jesus aus dem Boot und als er die Menschenmenge sah, jammerten sie ihn, denn sie waren erschöpft und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Mir gefällt die Perspektive. Das waren alles Menschen, die sich gegen ihn rebellierten, die sie ihm verachtet hatten, die sich an ihm versündigt und verschuldet hatten. Er hätte keinen Grund zu haben, sie alle einfach für immer von sich zu stoßen, in die Verdammnis. Aber der Hirte, er schaut diese Menschen an und sagt, diese Schafe, sie brauchen einen Hirten.
Sie sollen wiederhergestellt werden. Sie sollen auf den richtigen Weg gebracht werden. Das ist, was der Hirte will. Ich wiederhole es öfter, aber wenn Gott uns etwas sagt, tu das, dann sagt er, hilf dir selber zu einem glücklicheren Leben. Wenn er sagt, tu das nicht, dann sagt er uns im Defekt, tu dir nicht weh, tu dir an deiner Seele nicht weh. Wenn du das machst, das wird deine Seele schaden. So der Hirte ladet ein und der Psalmist sagt, ich habe entschieden, diesen Hirten zu folgen. Er führt mich auf dem Weg der Gerechtigkeit. Wie können wir auf diesem Weg kommen? Eine berechtigte Frage. Den Weg der Gerechten. Da wollen wir unterstreichen, es ist nicht der Weg der Selbstgerechtigkeit, wo wir uns selber einschätzen und denken, ja, ich bin eigentlich ein guter Mensch, eine gute Person im Vergleich zu den Menschen in meiner Umwelt. Unsere eigene Gerechtigkeit, die ist so wie ein stinkender Lappen. So sagt uns Gottes Wort im Alten Testament. Aber die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die bekommen wir dadurch, dass wir unsere Sündenschuld bekennen, dass wir zu ihm kommen. Psalm 32, Vers 5. Der Psalmist, und das ist David selbst, er hatte sich verschuldet. Er war von diesem gerechten Weg abgekommen. Und da lesen wir Psalm 32, Vers 5, darum bekannte ich dir meine Sünden und verbarg meine Schuld nicht. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Auf dem Weg der Gerechten wieder. Wenn wir die Verse davor lesen, er sagt, als ich das verbergen wollte, da verschmachteten meine Gebeine. Ich war so elend. Warum? Ich war nicht auf dem richtigen Weg. Ich war auf dem Weg, den ich mir selber gesucht hatte. Und das war ein Weg des Verderbens für meine Seele. Aber als ich das bekannte, er vergab mir und ich bin wieder auf dem Weg der Gerechten. Neue Genfer Übersetzung sagt, dann endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle mein Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Wieder auf dem Weg der Gerechten. Und das kannst auch du, liebe Seele, machen, wenn du heute diese Last der Sünde auf dem Rücken oder auf dem Herzen hast. Du kannst genau wie David zu ihm kommen, deine Sünden bekennen, dass er auch dich frei macht von dieser Last und du auf dem Weg der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommen und gehen darfst. Und dann Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Durch Buße und Bekehrung auf den Weg der Gerechtigkeit gekommen. Und dann, da ist der gute Hirte, der uns den Weg der Gerechtigkeit führt und leitet. Der gute Hirte führt den Weg der Gerechtigkeit, der beste Weg. Das schöne Leben, wenn wir diesen Weg erwählen. In diesem Leben und auch in der Ewigkeit. Sicherlich nicht alle, die sich wählen, Christ zu sein, haben es hier am leichtsten. Wir denken an Länder, wo Verfolgung ist. Wer sich für Jesus entscheidet, der erwählt ein schweres Leben. Aber in der Gegenwart Gottes zu leben, ist immer noch das beste Leben. Besonders für die Vorbereitung, auch für die Ewigkeit. Sprüche 4, 18 und 19, da heißt es, aber der Pfad der Gerechtigen glänzt wie das Morgenlicht, das immer heller leuchtet, bis es völlig Tag ist. Der Weg der Gottlosen aber ist wie dunkel. Sie wissen nicht, wodurch sie fallen werden.
der Tag wird immer heller. In Englisch heißt ein Lied, the longer I serve him, the sweeter he grows. Je länger ich ihm folge, je süßer wird der Wandel. Die Folge, Jesus nachfolgen, dem Weg der Gerechtigkeit, ist der Weg, der wirklich Zufriedenheit, Bedeutung fürs Leben bringt und uns das gibt, was die Seele wirklich braucht. In Offenbarung 7, Vers 15 bis 17, da lesen wir, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihn Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über sie wohnen. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Es wird sie weder die Sonne noch irgendeine Hitze treffen. Denn das Lamm inmitten des Thrones wird sie weiden und sie zu den lebendigen Wasserquellen führen. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Ein Bild von in der Herrlichkeit vor Gott zu leben, wo aller Kampf, alle Anfechtung, liebe Seele, halte aus. Dieser Tag kommt für dich, wenn du bestehen bleibst, nicht aufgibst. Aller Kampf, alle Tränen, alle Not, alle Last ist vorbei. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Wir brauchen nicht mehr im Glauben zu handeln. Wir werden ihn sehen, wie er ist. In der Herrlichkeit. Das ist, wo der Weg der Gerechtigkeit hinführt. Für alle Ewigkeit. Es lohnt sich, den Weg der Gerechtigkeit hier zu wählen. Es lohnt sich, am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, nach diesem Weg der Gerechtigkeit zu streben und zu trachten, ihm zu folgen. Der gute Hirte führt seine Schafe, die auf seine Stimme hören, auf diesen Weg. Vielleicht magst du sagen, ja, ich folge ihm, will ihm folgen, aber der Weg ist so schwer. Und das stimmt. Jesus sagt, der Weg ist schmal. Englisch heißt, difficult is the way. Aber Gott hat verheißen, dabei zu sein. Oder an einer anderen Stelle sagte er zu seinen Jüngern sogar, es ist nicht nur schwer, es ist nicht nur sehr schwer, sondern es ist unmöglich, dass du und ich von uns aus alleine auf diesem Weg der Gerechten leben. Dass wir den Unterschied bilden, dass wir gegen den Strom schwimmen können, dass wir in dieser Welt, wo der Satan und die Ungerechtigkeit so Überhand hat, dass wir da bestehen bleiben. Es ist unmöglich, dass du und ich das alleine können. Aber durch seinen Geist, der gute Hirte, der wird uns leiten und führen auf Schritt und Tritt. Er wird uns hindurchbringen. Wir können ihm vertrauen. Tag für Tag auf ihn schauen. Und dann wird er uns auf den richtigen Weg halten und führen. Der Weg der Gerechten. Auf welchen Weg bist du? Wenn du auf dem Weg der Gerechten bist, dann wollen wir Gott bitten, dass er uns hilft, weiter uns darauf zu konzentrieren, dass wir auf diesem Weg bleiben, am ersten nach der Gerechtigkeit vor Gott zu trachten. Und wenn du noch nicht auf dem Weg bist, du kannst heute auf diesen Weg kommen, dass du deine Schuld, deine Last loswirst und dass dein Leben dann auch gezielt auf die Herrlichkeit, dass du das lebst, in diese Richtung. So, ich bitte, dass Gott einen jeden segnen würde, seine Kinder ermutigen würde, dabei zu sein, auf diesem Weg der Gerechten, dem Hirten zu folgen. Denn vor ihm ist Freude die Fülle, wie kein anderer Weg es uns bieten kann. Möge Gott sein Wort und auch weiter im Nachdenken über diesen Weg auch segnen und er uns Kraft geben, Mut geben, diesen Weg auch, was immer es kostet, auch zu gehen. Gott segne uns. Ehe wir uns jetzt Zeit nehmen, auch zu beten, wollen wir noch einmal
ein Lied singen. Wenn das Lied verklungen ist, ist der Online-Gottesdienst zu Ende und wir haben dann Gelegenheit, da wo wir sind, zusammen Gott anzurufen und zu beten. Lasst uns besonders für Verlorene in dieser Zeit beten, für Menschen, die bedrückt sind, für Menschen, die an Arbeitslosigkeit zu spüren bekommen, Geschäftsleiter, die schwere Entscheidungen haben, Ärzte, die in schweren, komplizierten Lagen sind, die Regierung, für die wollen wir beten, dass sie von Gott Weisheit bekommt, das Land richtig zu regieren. Und was immer, auch in den kleinen Gruppen, wo wir sind, in unseren Heimen, was immer für Anliegen da sind, die dürfen wir den Herrn bringen. Und das wollen wir auch tun. Aber zuerst werden wir noch einmal ein Lied singen und dann möge Gott den weiteren, den Rest der Woche an uns segnen. Amen. Und sieht ein Mensch ihn anders an, ist nur bei mir die ganze Wahrheit nicht klar genug erkennen kann. Herr, wie du führst, ich will nicht klagen, denn gleich erregt der dunkle Sieg. Soll selbst ich meine Wege wählen, so würde ich bald Ehre gehen. In große Finsternis geraten und nie dem Herrn im Himmel sehen. Herr, wie du führst, ich will nicht klagen, wenn gleich der Weg verdunkle sich. Dein Weg ist gut, ja gut für mich. Der Weg des Herrn ist doch der beste. Mein Herz ergreift's und halte stand. Gib auf die Furcht und allen Zweifel und leg dich ganz in seine Hand. Herr, ich will nicht klagen, wenn gleich der Weg verdunkle sich. Wie du mich führst, will ich folgen. Dein Weg ist gut, ja gut für mich. Herr, deine Wege ich mir wähle, mein alles übergebe ich dir. Denn deine Hand wird wohl mich führen, bis ich als oben triumphier. Herr, wie du führst, ich will nicht klagen, wenn gleich der Weg verdunkle sich. Wie du mich führst, will ich folgen, dein Weg ist gut, ja gut für mich.